Life is life. Gib mir ein Leben. Gib dir mir nicht. Toll. Nein, nein. Das habe ich doch schon kommen gesehen. Wenn ich mir das Leben nicht hole, dann verliere ich natürlich auch eins. Und wieder in die Blase. Mario muss schon ziemlich strange Abenteuer über sich ergehen lassen. Welcher Klempner kann das schon von sich behaupten? In einer Blase durchs All von irgendjemandem, der keinen Plan hat, wie er es machen soll, geboostet zu werden. Kann nicht wahr sein. Ja, ich bin beim Leben. Kurz warten. So, jetzt kommt die Speedy-Stelle. Ganz, ganz fix. Vorbei wie nix. Los, los, los. Mario, Mario, kooperieren. Komm mit. Puste, puste. Ah. Kaputt. Ah, und jetzt kam der Bullet Bill, der mich so irritiert hat. Bitte sucht ihr euch eine Mine. Nein, ich hab eine Mine gesagt, nicht mich. Nein, ja klar, zwei. Klar, ich wäre für drei. Vier? Ah. Nein! Nein! Was, wie viel? Das kann nicht sein. Also, ich weiß schon, warum ich die Challenge Galaxien im normalen Spiel einfach mal ausgelassen habe. Das ist ja Wahnsinn. So, wir sind schnell genug. Na, wenn man es erstmal raus hat, dann kommt man ja auch ganz gut weiter. Ich muss nur gucken, dass ich halt nicht zu viele Leben verliere. Und keine aufsammle. Denn dann ist es ganz schnell vorbei. Und ich darf die 5 Sternring-Dinger wieder einsammeln. Gut. Es hat nicht sollen sein. Noch nicht. Aber ich hoffe, das ist nicht die leichteste Challenge. Ich hätte vielleicht doch lieber den Ball nochmal zuerst machen sollen. Den hatte ich ja schon so ein bisschen drin, ne? Aber was soll's. Ihr wolltet 120 Sterne, dann müsst ihr euch auch zur Not 120 Videos angucken, wie ich in der Blase rumeiere. Okay, jetzt verstehe ich. Ich verstehe, ich darf die Teile nicht berühren. Hätte man mir das nicht sagen können? Also diese bunten, kugelförmigen Werke, was weiß ich nicht was? Sehen irgendwie ganz komisch aus, sind tot. So, jetzt hole ich mir nochmal das Leben. Ich frag mich, warum ich dann hier gegengekommen bin. War. Ich meine, die sind doch hier überall und ich bin da echt nie gegengekommen. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt schnell, schnell hoch. Nicht zu schnell und jetzt wieder runter. Und wieder nach oben. Und aufpassen, jetzt kommen die ganz vielen. Oh. Es kommen so viele. Das Leben nehme ich mit. Wow, leicht hoch. Wow, wow, wow. Noch mehr, klar. Warum nicht? Juhu! Yippie-i-du! Okay, es war gar kein Feuer, es waren nur extrem viele Bullet Bills. Oh, wie schön. Ein Dritter geschafft. Testblase. Ballblase, was auch immer Blase. Nicht wieder Blase, Challengeblase. Klar. Galaxie komplett. Yippie-i-du. Ja, ich würde es am liebsten speichern, aber das ist nicht so wild. Das ist ein Brief für mich. Von wem denn? Von Prinzessin Peach. Oh, gib mir Pilz, gib mir Pilz, gib mir Pilz. Ah, ja. Ja, ganz lieb, ganz lieb, ganz nett. Cool. Wow, 15 Leben. Eine wahre Freude. So. Den grünen haben wir. Ich glaube, gelb ist Challenge Ball. Ich mach jetzt mal Challenge Ball.
Das Blaue müsste dann Wasser sein. Okay. Viele haben mir auch gesagt, die Challenge-Galaxien seien ja so einfach. Und sie haben es beim ersten Mal geschafft. Leute, das sind eigentlich Sachen, die man übt und dann besser wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das beim ersten Mal jemals schaffen würde. So, wenn man mir so ein Spiel hinlegt, dann werde ich nicht die schwersten Versionen von irgendwelchen besonderen Teilen sofort schaffen. Okay, es kann sein, dass das mal durch Zufall passiert, aber nicht bei allen dreien. So, ich habe mir erstmal den Lebenspilz geholt, damit ich, falls ich hier sofort drauf gehe, kein Leben verliere. So, stimmt ja, ich muss ja... Ich hatte die Wii-Fernbedienung auf den Bildschirm gerichtet. Wie dumm. So, und wir nehmen was mit für den Gourmet-Luma. Wir haben jetzt über 1000, aber der zweite Versuch braucht bestimmt auch 1000 oder 1800 oder sowas. Ja. Oh, das geht ja so schnell hier. Ja, ich weiß schon, warum ich Challenge spare, nicht mag. Ja. Und weg. Ich glaube, ich lache mir die ganze Zeit bloß einen ab. Das geht gar nicht. Schon der Anfang überfordert mich bis ins Mark. So. Aber irgendwann kriege ich es hin. Den Anfang hätten sie recht. Vielleicht leichter machen können. Vielleicht für mich zumindest. Ich finde das zu schwer. Beziehungsweise ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg kein Leben. Am Ende gehe ich hier mit 2000 Sternteilen raus oder so. Dann bräuchte ich nie wieder welche sammeln. Man kann auch nur geradeaus springen, das ist so derb. Und man kommt ja auch nur mit dem Ball weiter. Ah, jetzt will ich's wissen. Nein! Es geht nicht! Ich krieg's nicht hin! Das kann nicht sein! Da. Am besten ich höre mir nur die Musik an. Ich krieg ja immer schön den Anfang zu hören. Ja, im Sternenteil aufsammeln werde ich schon besser. Das ist gut. Das ist richtig toll. Tod allen Goombas, die mir im Weg stehen. Die anderen können von mir aus leben. Das geht einfach nicht. So. Irgendwie war ich beim letzten Mal doch besser, oder? Da bin ich zumindest weitergekommen. Ja. War ich dann noch vorsichtiger? Kann ich sein. Das hier ist so eine derbe Strecke, so links nach links oben zu halten, die Wii. Ich weiß nicht, entweder bin nur ich das oder das ist wirklich so kompliziert. Ich sollte mich mal richtig hinsetzen im Moment. Okay. So. Ich saß ein wenig verknotet da. Bei der Blase hat das nichts gemacht, naja. Drei Videos total fail. Sag ich da. Juhu, ich bin weiter. Boom. Boom. Kaboom. Und kaboom. Sogar da daneben. Ich komm nicht ins Loch. Krieg ich nicht hin. So. Oh, die Musik, ja. Klar. Ich finde es auch voll toll, irgendwas nicht kontrollieren zu können. Aber stehe ich doch so auf Kontrolle. Rüber. Prima. Goomba kill. Goomba 0. Mario. 200.000. Bomben. Klar. Ich meine, wer mag keine Bomben? So. War nach links unten. Wir sind immerhin etwas weiter gekommen als sonst.
Ich find's schade, dass man die ganzen Sternstaubteile nur mit Überrollen einsammeln kann, weil wenn ich die Vivo nach vorne drehe, dann gehe ich ganz schnell baden. Ich am Anfang gleich erstmal so einen kleinen Schubs, damit man auch ja nicht zu langsam hier durchrennt.